habe ich neben mir stehen Shahin Ghazan Farr von Ecoshan. Hallo, wie geht's dir? Gut, danke schön. Mir geht's gut. Geht's selbst? Mir geht's auch, prima. Shahin, du arbeitest ja bei Ecoshan. Ecohans, genau. Ecohans. Was machst du da genau? Also meine Position bei der Ecohans ist, also Ecohans Energy GmbH ist als Chief Marketing Officer, ja, wie der Name schon sagt, das Marketing zu betreiben, strategische Partnerschaften einzugehen und dann Sponsoring zu betreiben. Ja, das sind so die Kernaufgaben, die ich habe. Ja. Und ihr seid ja, wie gesagt, auch hier Sponsoring bei der Veranstaltung. Richtig. Wie kam es denn dazu? Gut, zum einen ist es natürlich die Begeisterung zum Sport. Ne? Da haben wir auch ein Team. Das andere ist einfach gerne, weil wir sind für Prävention, Gewaltprävention. Ne? Das ist eine der Themen, warum wir hier dabei sind. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir kennen den Veranstalter, wir supporten gerne. Es ist lokal und regional, dafür stehen wir auch als Ecohans Energy GmbH. Wir arbeiten lokal und regional, daher sind wir da. Und wie gefällt es dir denn bisher auf der Veranstaltung? Es macht richtig viel Spaß. Es sind sehr, sehr interessante Gesichter und Charaktere mit dabei. Es sind tolle Gespräche. Der Kampf war auch schon sehr spannend, die ersten paar Kämpfe. Ich bin schon sehr gespannt auf den Pretty Boy. Das ist unser Main Act. Ne? Da sind wir ganz gespannt drauf. Und gibt es denn sonst noch Kämpfe, auf die du dich freust? Den Ahmad Ali, das ist wie gesagt unser Pretty Boy. Und Carlito, der schon eben gekämpft hat, das waren so die, ich sag mal, meine Hauptinteressenten, meine Lieblinge, sage ich jetzt mal so. Aber alle anderen sind natürlich auch ganz tolle Kämpfer, die ich begeistert bin. Und wie war der Kampf? Gut, also es war sehr, sehr gut sogar. Ging schnell rum, ja, die ersten paar Kämpfe gingen schnell rum. Aber gut, es ist, wie es ist, es ist Sport, ne? Und alle sind auch sportlich geblieben, das hat mir sehr gut gefallen. Es wurde sehr viel Respekt ausgetragen und das ist das Wichtigste. Das definitiv. Ja, ja, dann bedanke ich mich für die Fragen und also für die Beantwortung der Fragen gerne. Wünsche dir noch ganz viel Spaß. Danke sehr.